ich angefangen habe, mit Leder zu arbeiten, hing damit zusammen, ich hatte alte Taschen, die mir auseinanderfielen, von meinem Vater bekommen. Die waren einfach so labil und brüchig und ich wollte sie aber trotzdem nicht wegschmeißen. Ich habe am Ende habe ich ein paar Collagen draus gemacht und wenn ich mich richtig erinnere, war es ein Freund, der gesagt hat, ja, das sieht gut aus, mach doch was oder arbeite doch mit solchen Materialien vielleicht weiter. So ist das entstanden. Und 2 Jahre später hatte ich das Glück, eine kleine Fabrik übernehmen zu können. 5 Jahre war ich in dieser Ledermanufaktur in Magdeburg und bin 1995 dann nach Berlin gekommen. Tierhaut besteht aus 96% Eiweiß und diese Tierhaut muss natürlich gegerbt werden, muss haltbar gemacht werden. Dann muss eben die Rohhaut erstmal gereinigt werden, entfleischt werden, gekelkt werden. Gerben kann ich mit verschiedenen Mitteln, also das heißt pflanzlich gegerbt, Chromsalz gegerbt, mineralisch. Ich bekomme das pflanzlich gegerbt, ein Beispiel ist Eichenrinde. Und diese Eichenrinde wird zugesetzt mit Wasser und mit verschiedenen anderen Stoffen. Und da wird das Leder in diese Gruben gelegt, mit diesen Mitteln zusammen. Und dann braucht es nur noch Zeit. Je länger das Leder in der Grube liegt, desto stabiler und fester und dichter wird das Leder. Und ich bekomme das im Grunde fertig gegerbt. Das Besondere ist, was ich mache, ich beize selber. Beizen ist eine Umwandlung in den Fasern, ein chemischer Prozess, eine Reaktion. Und dadurch kann ich Braun- und Grautöne erzielen bis fast schwarz. Für mich ein glücklicher Umstand war, dass die Mauer gefallen ist, sodass solche restriktiven Maßnahmen wegfielen, also ich Räume anmieten konnte. Auf der anderen Seite hatte ich auch gewiss so eine Zähigkeit, vielleicht auch ein bisschen Glück, die richtigen Räume zu haben, den richtigen Riecher. Wenn es ein gutes Leder ist, riecht es gut. Also, es fasziniert mich, es ist auf der einen Seite fest und stabil, auf der anderen Seite sehr geschmeidig. Für mich habe ich das herausgefunden, dass es für mich einfach ein funktionierendes und ein sehr schönes Material ist, wo ich auch das Gefühl habe, ich kann damit umgehen. Jetzt merke, es funktioniert nicht mehr, dann muss ich mir was einfallen lassen. Muss ich natürlich sagen, ja, entweder ich verkleinere die Räume, gehe woanders hin, mache etwas anders. Nee, da bin ich wirklich sehr glücklich, dass es so möglich war auch. Ich bereue gar nichts in der Richtung. Nein.